Hallo Leute, hallo YouTube. Ab wann ist denn ein Körper ein schwarzes Loch? Das hat damit zu tun, wie groß seine Fluchtgeschwindigkeit ist. Wenn die Fluchtgeschwindigkeit so groß ist wie die Lichtgeschwindigkeit, kann auch nicht mal Licht entweichen. Und die Fluchtgeschwindigkeit hat etwas damit zu tun, wie schwer ein Körper ist, also die Masse eines Körpers, und mit seiner Dichte. Und Dichte ist Masse pro Volumen. Aber hier steht nichts mit Volumen. Hier steht nur Masse. Hier steht Radius, aber nicht Volumen. Nun, man geht davon aus, dass die Himmelskörper, die schwarze Löcher produzieren, nämlich Sterne, kugelsymmetrisch sind. Also Körper, die annähernd eine Kugel sind. Und dadurch ersetzt der Radius das Volumen. Volumen braucht man nicht, man nimmt den Radius, weil eine Kugel eben vom Zentrum überall gleich ist. Also heißt das, wenn der Radius sich verkleinert, verkleinert sich das Volumen und damit erhöht sich die Dichte. Fangen wir an. Wir erhöhen die Masse. Schon haben wir ein schwarzes Loch. Verringern wir mal den Radius. Schon haben wir wieder ein schwarzes Loch. Also wenn die Masse ansteigt und der Radius sich verringert, erhöht sich die Fluchtgeschwindigkeit. So, also, dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag noch.